ja, bedenklich in dem Sinne, dass wir einfach keinen Sieg holen, dass wir nicht die Punkte holen, die wir eigentlich hätten auch verdient gehabt in der einen oder anderen Phase, in dem einen oder anderen Spiel. Ich brauche jetzt noch nicht hier groß an die Glocke hängen, dass es jetzt, dass wir sang- und klanglos hier untergehen, das ist Quatsch, weil wir sind am Anfang der Saison, da kann das Ruder noch sowas von rumreißen, das habe ich lang genug und oft genug gesehen, dass es extrem lang ist, die Saison, dass man genug Spiele hat und genug Zeit hat, auf jeden Fall noch seine Punkte zu holen. Und da habe ich auch keinen Zweifel dran, dass wir das werden. Das muss man schon so sagen, ja. Es zieht sich so die ersten Spiele so wie ein roter Faden durch, dass wir gute Chancen haben, wirklich uns auch gute Chancen herausspielen, teilweise auch heute wieder zwei, dreimal allein vor dem Torhüter, wo wir sie vergeben, weder zum 1-0 für uns oder auch zum Ausgleich zum 1-1, wo das einfach auch wichtige Dinge wären für die Moral, wo man denkt, jetzt sind wir dran, jetzt pusht es nochmal bis zum Schluss. Das fehlt halt gerade, warum auch immer, ich kann es noch nicht sagen, dass es vielleicht irgendwann mal der Knoten platzen muss nochmal, dass wir mal in Führung gehen, mit einem guten Gefühl mal, das fehlt einfach. Aber wir müssen einfach weitermachen, bis wir diesen Moment wieder bekommen. Und dann habe ich auch, wie gesagt, keinen Zweifel daran, dass wir das Ruder wieder rumreißen. Das ist immer wieder geil, wenn man hinkommt und weiß, einfach die Fans stehen hinter einem. Egal, ob wir jetzt, die sehen ja, wir geben alles, wir geben 100%. Das merken sie auch einfach und geben uns das zurück. Und das pusht uns nochmal und gibt uns immer wieder Mut, immer weiterzumachen, obwohl wir jetzt in einer Drecksphase sind, haben wir durch die Fans Rückendeckung und das zu tun. Das wussten wir aber von Anfang an, dass in der Regionalliga gibt's gar keine einfache Aufgabe. Und es ist aber gut, dass wir jetzt nicht lange Zeit haben, wie du schon gesagt hast, dass wir am Dienstag direkt wieder ran müssen. Da haben wir direkt wieder die Möglichkeit, einfach das Ganze wieder gut zu machen und besser zu machen. Und ja, ich bin eigentlich froh darum, dass wir direkt am Dienstag wieder loslegen können. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir jetzt trotzdem am Ball bleiben und ja, gegen Fulda was holen werden. Erstmal Glückwunsch an Dennis und seine Truppe für den Sieg. Ich glaube, wir haben ein unterhaltsames Spiel gesehen. Wir haben ein Spiel gesehen, wo beide Mannschaften sehr viele Torchancen hatten. Wir sind ordentlich ins Spiel gestartet. Hatten von der Qualität der Torchancen in der ersten Halbzeit unglaubliche Dinge auf dem Fuß, die wir so in der Vergangenheit oder in den letzten Spielen nicht hatten. Ich glaube, Balingen hatte auch die ein oder andere Torchance, die auch gut und gefährlich gewesen ist. Wir hatten auch leichte Feldvorteile. Wir waren aber immer wieder gefährlich im Spiel. Und ich glaube, wir haben uns einfach von diesen Torchancen, die wir liegen lassen haben, nicht ganz erholt. Hätten wir eine dieser Torchancen genutzt, glaube ich, könnte das Spiel auch in unsere Richtung laufen. So sind wir in Rückstand geraten, haben es dann in der Halbzeit versucht nochmal zu sammeln, wollten ein bisschen mehr Druck aufbauen, aber das ist uns dann in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr gelungen. Hatten dann nochmal diese hundertprozentige Torchance von Sven König, wo er allein auf den Torwart zuläuft und das Ding nicht reinmacht und ein Nachschuss auch nicht reingeht. Und ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, wurden wir gar nicht mehr gefährlich. Baling hat das dann recht souverän runtergespielt. Man hat dann auch die fußballerische Qualität von Balingen gesehen, aber auch, glaube ich, die Erfahrung, die uns heute auch ein bisschen abgegangen ist. Wir haben einfach ganz viele Spieler, die ihre ersten Spiele in der Regionalliga machen. Und wir zahlen da seit in den letzten Wochen, aber auch heute Lehrgeld. Ich kann nur zur Geduld auffordern, dass wir da die Zeit bekommen und auch die Jungs, diese Entwicklung zu nehmen, die sie brauchen. Ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, auch Punkte mitzunehmen, aber es fehlt einfach in den letzten Wochen immer ein Kick. Und so war es auch heute. Ich glaube, am Ende, aufgrund auch der zweiten Halbzeit, ist der Sieg von Balingen nicht ganz unverdient. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück hätte es in unsere Richtung gehen können, aber da hat einfach die Konsequenz im Abschluss gefehlt. Für uns heißt es jetzt regenerieren, so gut es geht, und am Mittwoch bzw. am Dienstag ein sehr schweres Auswärtsspiel in Fulda. Ja, und haben jetzt natürlich Aufbauarbeit wieder zu leisten, müssen die Jungs wieder in die Spur bekommen und bestmöglich auf den nächsten Gegner vorbereiten. Danke. Ja, ich kann da nur zustimmen, Josef. Die erste Halbzeit hat Ria ganz viele gute Torchancen liegen lassen. Wir, und das ist so das auch Thema gewesen, Verhalten auf dem Platz unserer Jungs, das Miteinander, wenn man gesehen hat, wie dann die Rettungsaktionen von uns waren und wie die Mannschaft sich verhalten hat, da waren wir schon beeindruckt.
weil es ja auch dann so ein bisschen Thema war, ist die Mannschaft motiviert, gibt sie Gas. Und wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, dass wir kein Problem haben mit dem Verhalten innerhalb der Mannschaft und mit der Motivation, der kann sich die Szene gerne nochmal anschauen, wie gierig, wie griffig die waren und sich einfach gefreut haben, dass der eine den anderen den Fehler sozusagen vereitelt hat. Somit war es ein bisschen glücklich, obwohl wir auch eine Doppelchance hatten in der ersten Halbzeit, sind wir mit 0-0 in die Halbzeit. Aber das sind so Spiele, die können in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung fallen. Ja? Und heute ist es in unsere Richtung gefallen. Ich finde, nach der Halbzeit war die auch nochmal sehr griffig und sehr gefährlich. Wir haben dann keinen richtigen Druck bekommen. Wir waren hinten in unserem Drittel eingeschnürt. Da hat man schon gemerkt, dass auch die Mannschaft von euch auch sehr intakt ist und nochmal gewillt war, das umzudrehen. Und dann hast du recht, die letzte halbe Stunde waren wir dann schon bestimmend und dementsprechend war es dann auch verdient in der letzten halben Stunde. Aber ansonsten haben wir auch das nötige Glück gehabt. Und das ist auch so wieder so eine interessante Geschichte. Ja, letztes Spiel haben wir darüber geredet. Ja, wie sieht's aus? 4 Spiele in Folge verloren. Was ist hinterfragt? Was ist los? Was stimmt hier nicht? Warum? Weshalb? Ja, und wir sind ruhig geblieben, haben versucht, alles sachlich, aber auch natürlich intensiv zu klären. Und jetzt wissen wir aber auch, dass nicht alles gut war heute, obwohl wir gewonnen haben, ja, und dass wir auch ein bisschen Glück hatten. Und auch jetzt bleiben wir ruhig und auch jetzt versuchen wir weiter sachlich zu arbeiten. Ich will nochmal alle darauf aufmerksam machen, dass wir als Barlinger SC in der Regionalliga spielen. Und darauf dürfen wir stolz sein und darauf dürfen wir aufbauen. Und bei uns ist nichts selbstverständlich. Und ich will es mal wirklich sagen, bei uns ist nichts selbstverständlich. Und ich hoffe, dass es alle jetzt auch die letzten 4 Spiele gemerkt haben und auch gesehen haben, dass wir alles raushauen müssen und dass es immer schmale Gerade ist, ob man gewinnt oder verliert. Und das war heute so ein Spiel. Da ist das Pendel jetzt auf unserer Seite geschlagen. Josef, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass ihr auch ruhig bleibt in der Situation, wo ihr seid. Aber du bist auf jeden Fall ein ruhiger, gelassener Typ. Du wirst die Mannschaft, denke ich, wieder mitreißen und wieder auf die Spur bringen. Und wir müssen selber schauen, dass wir weiter Gas geben und weiter unsere Punkte holen. Es wird ein heißer Ritt die Saison und da freuen wir uns drauf.